Macht's Hallo. denn? Ja, macht's nicht so, jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Ich habe mir die Gaede gegönnt. Die deutschen Zerstörer liegen mir eh nicht. Und, naja. Mit freier Erfahrung auch ausgebaut, weil ich habe keine Lust, hier noch Stock zu fahren. Ist aber kein großer Unterschied. Ja. Das Einzige, was was gebracht hatte, war, dass ich mir die großen Geschütze geholt hatte. Rüber ging deine Torps 8 oder 8,5? 8. Und eine jämmerliche Hupe, ne? Die habe ich noch nicht getestet. Ah, ich dachte, du hast das gerade. Ach ne, die klingt eigentlich lustig, wie so eine Eisenbahn. Wo kam der Zug hierher? Jetzt muss ich abdrehen, ich bin offen. Und er brennt. Und er brennt noch mal. Und er brennt wieder. Mann, der hat aber eine hohe Brandwahrscheinlichkeit. So, dann fahren wir mal weiter. Mein Nebel ist nämlich jetzt gleich weg. Hast du noch 23 Sekunden? Kann ich hier meinen anmachen, wenn du willst? Meiner ist in 3 Sekunden weg. Ach ne, hier ist noch mehr. Dann kann ich ja nochmal schießen. Da rammt er mich. So ein paar Traudi, hat der nicht alles für einen Kill macht? Mein Kill. Kann ich nicht nebeln? Nö, tut er nicht mehr. Er ist so weit weg für mich. So, dann wollen wir doch mal gucken. Und wieder runterfahren. Ich muss erstmal grad was nachgucken. Ah, hab ich voll Schaden durch dich gekriegt, ne? Da rammt er mich schon wieder. Das ist doch nicht normal, der Typ. Pass auf, dass ich mich nicht vertue und denke, ich sitze in meinem Inder und schieße ein paar Torps ab. Ich muss mal näher ran, sonst kann ich hier gar keine Torps setzen. Ach, wir haben schon wieder zwei verloren. Ja, das können wir gut. Ach. Oh, ich habe 10 Treffer und 2497 Punkte. Ich bin durch und Flugzeug offen, sehr gut. Ich auch. Also werde ich jetzt mal den Turbo nehmen und mich verziehen. Aua. Der schießt HE auf mich. Unverschämtheit. Oh, da kommt New York, ne? Oh, tatsächlich. Ach, die Colorado hat abgedreht. Gehen meine Torps daneben. Unsere Cleveland ist auch raus. Ach. Die gegnerische auch. Boah, ich bin schon wieder durch das Flugzeug offen. Kann der sich nicht mal um das Flugzeug kümmern? Da kommt die York. Ich lenke sie ab. Ich bin am Einnebeln. Nebel du und Torp ihn am besten, weil meine Torps sind nämlich noch raus. Super. Ich bin im Nebel und fahre und kriege hier wieder Zitadellen. Und meine Torps brauchen noch 16 Sekunden. Ah, meine auch. Ja, der kriegt jetzt aber...
Oh, jetzt fahre ich rückwärts, verdammter Hacke. Jetzt fresse ich auch noch all dem Sand vor, ob sich kann kotzen. Hier ist alles so, ich könnte. Le Kotzen. Auf jeden Fall hast du noch einen Kill. Ja, die zweiten Dreier haben auch noch voll getroffen. Ich wäre gern weitergefahren, aber mal nachgucken, was der hier dann rumspacken ist. Ich fahr mal gucken, wo die gegnerischen Zerstörer sind. Microsoft Security ist sich am Updaten und am Beschweren. Solange nicht benutzt. Blödes Teil hier. Der ganze Windows-Mist ist ausgeschaltet und er schaltet sich jedes Mal wieder ein. Nehmen wir mal an, die haben mittlerweile einen Vertrag mit dem, wie heißt der? Zuckerberg. Ja. BVX ist auch ausgeschaltet, hat sich, war auch gerade ein Update am Ziehen. Brauche ich mich ja nicht wundern, dass er takelt. War nicht ganz so mies. Ja. Ich hab sogar ein Flugzeug abgeschossen, sehe ich gerade. Ich hab einen Kill. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Na gut, ich könnte jetzt sagen, dass das ein Inder war, der sich nicht wehren kann. Ja, der stand ja nur blöd im Nebel. Na super. Das ist noch keiner. Noch ein Kill. Sag mal, du bist schon ziemlich ein Cheater. Ja, scheiß deutschen Zerstörer, die sind überhaupt nix. Ja. Ja, ja, wie heißt das, das Sonar hier, was du hast, ne? Das ist echt gut. Maschinenboost deaktiviert. Hydroakustische Suche, so. Ja, ich fahr. Ich habe immer das Problem, dass ich meistens mit den Zerstörern viel zu aggressiv fahre. Ich fahre mit dem wie mit dem Schlachtschiff. Ich war letztens so verzweifelt, dass ich sogar auf eine Mexiko abgedreht habe und den Turbo gezündet habe. Und da habe ich die gerammt. Ich glaube, er hat es nicht mal gemerkt, als ich an ihm zerschellt bin. Oh, da war wohl ein Wäldchen. Oh, da war bestimmt Plastikmüll in der Welle. Huch, hat die Schiffsschraube wieder einen Delfin zerhackt. So, wo sind denn jetzt hier die Gegner, Opfer? Mit einem neuen Schiff schon direkt zwei versäbbelt. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Naja, von der Gneisenau und von der Scharnhorst hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Da kommt doch eine Bayern. Oh, die ist ja noch komplett voll. Ja, das ist ja ganz viele Punkte. Oh, im Hintergrund läuft diese Pro7 Max Werbung, da könnte ich ja so kotzen, ne? Wenn die diese verschiedenen Gamer-Begriffe erklären, wie der Champer. Der Champer. Was zum Teufel ist ein Champer? Egal, wir nehmen zwei. Ich hätte gern Currysoße dabei. Ah, schön.
der Entfernung bist, du war mutig. Er kommt noch ein bisschen auf mich zu, deswegen. Ach, ich bin ja entdeckt. Oh, ich hab doch nicht mehr. Ich hab, wenn ich links, rechts sieht man. So, ich bin nicht mehr entdeckt. Ich hab Nebel an. Bayern hat sich eingenebelt. Genau. Aber es ist schön, dass wieder so ein, was wir brauchen könnten, AFK ist, ne? Hat die Britta. Oh, zwei Torps haben getroffen. Oh, noch zwei. Ja. Hat er wenigstens Wassereinbruch? Ja, hat er auch, aber tickt er noch? Nee, der hat geheilt. Wie viele Punkte hast du denn jetzt? 70. Tu mir nicht weh, ich brenne. Aua, aua. Feueralarm! Nix soll stehen. Problem gelöst. Boah, der rackt mir aber rein, ey. Kritischer Maschinenschaden. Ach, das ist ja schon wieder eine Insel. Ja, versuch's nochmal. Wie viele Punkte hast du? 74. 74, du Pennerfisch. 5 Torpedotreffer. Also der ist jetzt wirklich schön weiter geradeaus gefahren. Ja. Und ich habe jetzt den Motor kaputt und kann erst in 23 Sekunden wieder heilen. Ach, der hat sowieso hier hinter der Insel. Komm. Sehr gut, hier stehe ich auch noch. Ich kann schießen und werde nicht auf. Geh nicht auf, so. Ich werde nicht auf. Und jetzt geht die Hälfte in die Insel, toll. Los, komm her. Kriegst du noch ein paar Torps? Ich hab noch ein paar für dich. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ach, besser. Los, Bayern, fahr schön weiter geradeaus, wie du es schon mal gemacht hast. Ah, jetzt schießt auf die Mexiko. Ne, der rammt erstmal die Insel. Der klatscht voll in die Insel rein. Dann halt ich mal. Jetzt lenkt er. War noch Glück dabei. Meist von der Mexiko vorbeigegangen. Ah, geht voll ab. Oder? Er dreht wieder zurück. Ja, die gehen aber vorbei. Ja. Die anderen auch. Oh, der Flugzeugträger hat. Oh, er brennt. Vorbei. Er hat gelöscht. Was soll das? Unverschämt hat, ne? Ich habe so lange gebraucht, bis ich ihn jetzt angezündet hatte. Ich glaube, der Fürst jetzt Torps. Er sinkt nicht. Ja, pass mal auf jetzt. Jetzt brennt er. Du bist ja so ein Cheat. Na, ich hab's drauf halt. Die deutschen Zerstörer, die haben mir immer schon gelegen. Der Los Colorado versenkt den Penner mit der Britannia. Maschinenboost aktiviert. Oh, New Mexico ist raus. Der schießt jetzt auf die Britannia. Thank you.
Hast noch Nebel? Nein. Weil hinter dir kommen Bomber und Ja. Tanja brennt und die Colorado brennt. Ach, du hast ihn angezündet, ne? Ja. Mist, ich habe die Tops so gesetzt, dass sie daneben gehen. Das war Absicht. Ah ja, genau. Ach, hier, die Colorado hat auch keine Tarnung drauf. Aua, 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 aua. Richtig. Wow. Ja, jetzt haben die Gegner noch mehr Punkte. Guck dir das mal an. Die Colorado hat das Spiel jetzt noch gedreht. Na, du bist so ein... Also, wenn ich es nicht drauf habe, dann weiß ich es nicht. Ja, jetzt hoffen wir nur noch, dass unser Flugzeugträger... 114.000. Wie viel? 114. Du bist so ein Cheater. Ja, können wir rausgehen, das verlieren wir, ne? Naja, die Folge, die wird gesendet. Das ist meine erste Runde mit dem Komien Khan und ich habe immer gesagt, dass die mir liegen. Und gerade auch die Gaede hier. Das ist ein Top-Schiff, habe ich immer schon gesagt. Ich will jetzt wissen, ob der den Flugzeugträger noch da gekillt kriegt. Er soll den mal suchen gehen. Ja, wenn er sich nicht bereit, braucht er gar nichts mehr machen. Weil vom Punkten her stehen wir jetzt hinten, da haben wir verloren. Ich glaube, das weiß er selber. Ja, der muss aber langsam mal suchen gehen. Der lässt seine Anti-Air-Staffeln da hinten. Der muss sie doch vorschicken, Mann. Jetzt kommen die und schießen denen seine Torpombe ab. Jetzt hat er seine Anti-Air-Staffel hingeschickt. Ja, aber warum hält er die zweite bei sich? Keine Ahnung. Ja, das ist noch ein Bomber. Eine Capture, das schafft er nicht mehr nach einer Minute. Da ist er, wie viel hat er noch? Ach, der voll. Ist ja noch komplett voll, den kriegt er nicht raus. Oh, der hat nicht mal Tarnung drauf. Was er jetzt bräuchte, das wäre Munitionsbunker oder so. Ach, guck mal, wie er die abgesetzt hat. Hier, da kommt der Flugzeugträger auch noch durch. Ja. Also, was da. Naja, zwei Kills hat er. Das haben wir verloren. GG, was ist denn da dran? Gutes Game. Wir haben verloren, du Spacken. Ja, was ist denn das für ein gutes Game? Ja. Wat Punkte. Nein, wie ist der denn nach ganz oben gekommen? So, was darf ich noch an Kreditpunkten behalten? 330.000, ja, super. Für eine erste Runde gar nicht mal schlecht. Schloch. Ich hab's halt drauf, die Deutschen, die haben mir immer von Anfang an schon gefallen. Achso, jetzt kann ich ja mal ausführlicher berichten, wo habe ich den Schaden mitgemacht. Torpedos 70.000 und durch die Hauptbatterie 27.000 und 15.000 durch Brände. Ja, dann sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zusehen. Das war meine erste Runde mit der Gaede. Und wir sehen uns dann mal wieder in der nächsten Runde.